Hallöchen, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Angespielt von dem Spiel heute. Jelly Jump ist ein Vorschlag eurerseits gewesen. Und da würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal. Es ist sehr unperformant tatsächlich. Und ich muss... Okay, ich muss einfach nur weiterkommen, ja. Und diese... Achso, das ist gar keine Leiste in der Mitte. Das ist einfach nur eine unglückliche Farbe, muss man sagen. Aber was bringt mir das? Ding, 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 ding. Okay, vielleicht gibt es später nochmal Fallen. Kann sein, ne? Danke. Brauche ich nicht. Ich will auch keine Werbung. Hau ab. Ich will auch keine Werbung. Hau ab. Oh, Alter, dreimal Werbung in einmal. Holy shit. Ja, voll ätzend. Drei Werbungen nach einem Level. Mhm. Also siehst du eigentlich schon, worauf das Game hinausläuft. Es gibt eigentlich wahrscheinlich nichts, womit du verlieren könntest. Sondern das Spiel zielt einfach einzig und allein darauf ab, dass du die Werbung anguckst nach den einzelnen Matchen. Ist auch super unperformant, ne? Holy shit. Nope. Nope. Und Werbung. Gut, dieses Spiel ist einfach nur Grütze. Weil hier unendlich viel Werbung drin ist. Das kann ich mal beenden. Ne, ihr seht keiner. Ja, schlechtes Game auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ja mein X ist. Müssen wir jetzt echt 30 Sekunden Werbung angucken? Also, das ist der Sinn dieses Spiels. Ihr müsst euch nur Werbung angucken, damit die Entwickler Geld verdienen. Und zwar ohne Ende Geld verdienen, weil die jedes Mal drei... Das sind ein 30-Sekunden-Video. Ein 30-Sekunden-Video, das du skippen kannst, kriegst schon ordentlich Geld dafür. Und nach diesem Video haben wir natürlich noch mehr Werbung. Oh, diesmal nicht. Okay, wir müssen uns nur das 30-Sekunden-Video angucken. Und es hat einfach gar keinen Sinn, dieses Game, ne? Es hat einfach wirklich null Sinn. Weil das bringt einfach gar nichts. Du hast gar keinen Reward oder ähnliches aus diesem Game. Das ist einfach nur, jo, du springst runter und das ist eigentlich total sinnlos, weil das leckt halt auch vor allem mega krass. Ja. Oh, das ist das Spiel, meine lieben Freunde. War ein echt langes Angespielt gewesen, ne? Oh, nochmal Werbung? Na klar, nochmal die gleiche 30 Sekunden Werbung. Geil, oder? Das ist so abartig, echt. Also wirklich. Ja, mach ein Level noch. Ein Level machen wir noch. Shit, Jump. Achso, das ist einfach nur... Du kannst ja wirklich nichts anderes tun, außer zu drehen. Du kannst hier nicht mehr verlieren. Weil das Spiel möchte nicht, dass du verlierst und die App deinstallierst, sondern es möchte natürlich, dass du... Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Ah, doch, du kannst verlieren, tatsächlich. Wenn du da rauf springst. Aber die gibt's voll selten. Ja, weil die Dinger sind ja sowas von selten. Also kaputt, oh. Kaputt, man kann sie sich ja kaum. Ja, na gut, Leute. Das war's gewesen im Angespielt zu Jelly Jump. Ich weiß nicht, warum man sowas vorschlägt. Aber hey, euer Vorschlag, ich hab's gemacht. Wir haben uns dieses Spiel angeguckt. Es ist wahnsinnig schlecht, weil es einfach wirklich nur dafür da ist, dass du einfach nur den Entwicklern Geld verdienst mit deiner kostbaren Zeit. Und so eine Scheiße hier, du hast Cash Reward, Paper oder Google Play. Quatsch nicht so ein Game. Du kriegst wahrscheinlich nicht mal, quatsch nicht so ein Scheiß. Du kriegst wahrscheinlich nicht mal 1 Cent oder 2 Cent. Deswegen, fall nicht darauf rein. Geld verschenken tut keiner. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder angespielt. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Finger weg von Jelly Jump.